Erst sterben die Pflanzen aus, dann die Pflanzenfresser und dann die Fleischfresser. Meine Mutter würde auch nicht mehr da sein und mein Vater würde auch nicht mehr da sein, wenn alle weg sind. Wenn von oben ein Himmelskörper kommt, dann sind wir alle tot. Ganz schön, das flasht mich jetzt so ein bisschen. Boah, das Eis kaputt. So mäßig. Puh. 65% aller Deutschen glauben an Aliens. Also an Außerirdische. So eine. Wie sehen Aliens aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist kein Mensch. Wir wissen auch nicht, dass sie existieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es welche gibt, dass es andere Lebensformen gibt im Universum, ist recht groß, sage ich mal. Ich habe mal gehört, in so einem Air Force-Hangar in Amerika, in Dwight Patterson, da lebt ein Außerirdischer. Nein, das ist Quatsch. Also habe ich gehört. Ja, es gibt so eine. Was will der da? Warum lebt der? Nein, die lebt sowieso nicht da. Es gibt so eine Theorie, dass da welche mal gelandet sind, aber das ist alles Schwachsinn. Es gab keine UFOs. Aber wenn der da lebt, warum lebt er? Warum ist doch keiner da, lebt ja keiner da. Weiß man ja nicht. Also, ja doch, Leute, also, das ist Blödsinn. Das ist nur Aberglaube. Gut, aber es gibt Leute, die sagen, dass da so ein Alien lebt. So, ne? Ja, und dann müssen sie da die fragen, die das sagen. Ich sage, es lebt keiner da. Aber wenn der da leben würde, was würde der dann da machen? Das weiß ich nicht. Er gibt nicht, es gibt keinen, der da lebt. Also würde der was essen? Oder Vielleicht, ja. Pudding, oder was ist, also was essen Außerirdische so? Keine Ahnung. Aber könnte es sein, dass Außerirdische auf die Erde kommen und was unsere Frauen mitnehmen oder was so? Blödsinn. Quatsch. Um sich mit denen zu paaren und dann auf ihre, weil es vielleicht keine Frauen mehr gibt. Also das war eine Theorie, die ich mal gelesen habe, dass wenn es da keine Frauen mehr gibt, dass sie dann Aliens so kommen auf die Erde und hier alle Frauen mitnehmen und die mit auf ihren Planeten geben, damit sie sich wieder fortpflanzen können mäßig. Blödsinn. Und was ist dran an der Theorie, dass Aliens auf die Erde kommen, um hier die Wasservorräte mitzunehmen oben? Wir wissen gar nicht, dass Aliens existieren. Wir wissen gar nicht, wo sie existieren. Das ist also alles Blödsinn. Das ist Quatsch. Und was ist dran an der Theorie, dass es Aliens gibt, die aussehen wie wir und wenn man aber hier ran kratzt, so an der Haut, so Skin aufkratzt, dann darunter so schleimige Substanz ist. So, also das Gesicht so runterkratzen kann und dann habe ich da drunter so schleimige. Nein, also jetzt Schluss. Also über solches Quatsch rede ich nicht. Aber ist es theoretisch möglich? Nein. Auch nicht in der Theorie, also dass ein Alien kommt und sich irgendwas runternimmt. Also so ein. Das ist nur in der Theorie, ist nicht möglich. Das sind Ausdünstungen von kranken Menschen. Aber wie gesagt, das sind alles Fantasien, das sind Märchen, das sind Sagen. Den kann man kleinen Kindern erzählen, aber wissenschaftlich nichts damit zu tun. Na gut, wir machen ja eine Jugend-Kindersendung mit. Ja, weil sollte man den Kindern nicht mit solchen Quatsch entsprechend in die Hirn setzen. Gut, man könnte natürlich sagen, man könnte natürlich für die Kinder sagen, dass die Aliens so lieb sind. Wenn die Kinder das checken, könnte man natürlich sagen, okay, Kids, seid lieb zueinander, aber seid auch lieb zu Aliens. Also seid auch lieb zu Außerirdischen. Wenn keine da sind, wissen ja keine. Wenn sie da wären, dann würden sie auch sagen, seid lieb zu den Aliens. Das ist genau das klar, das ist eine andere Lebensform, genau das gleiche. Ja. Okay. Okay, gut. Machen wir Schluss. Sie wollen nicht mehr, oder? Nee. Weil ich hätte nur 2, 3 Fragen. Also der Mond macht doch auch Ebbe und Flut, weil mit der Anziehungskraft. Ja, aber es hat damit nichts zu tun. Aber ein Mensch ist doch auch Wasser, also müsste mein Wasser in meinem Körper ja auch vom Mond angezogen werden. Nein, dass ich das dann sind so kleine Mengen. Also 90%, also habe ich nur redet nicht. 90% habe ich nur gedacht. Schluss. Okay, gut, dann machen wir kurz eine Schlussmoderation, sage ich Tschüss den Kiddies. Alles klar. Kitty Kitzen, 1, 2, Maurice, 2, 3, waren bei den Sternen, waren oben, waren unten, wir haben uns alles angeguckt, 1, 2, 3. Bye.
noch eine Kamera. Ja, kann ja nicht jeder Clip sitzen. Gibt auch manchmal halt Clips, die sind nicht so gut geworden. Dann könnt ihr gleich hier weiter. Nächster wird besser. Oder was völlig anderes. Oder hier abonnieren. Ihr habt die Wahl. Ihr seid die User. Ihr seid das Internet.